Wittnauer Stängeli, ein neues Produkt aus dem Rintal, genau gesagt aus der Bachstube zu Wittnau. Ein Produkt, das sicher in der Schweiz und darüber hinaus die Gourmetkreise noch begeistern wird, da bin ich sicher. Die langen Stängel werden alle von Hand durch einen Sack gedrückt. Da muss alles stimmen. Die Menge, die Zusammensetzung, die Temperatur, ein Keimrezept natürlich. Man hat viel getüftelt. Und jetzt ist das Keimrezept so gut geraten, dass man mit Produzieren fast nicht mehr nachkommt. Drei Füllungen gibt es im Moment. Eine mit Vieux Brun, also alten Zwetschgeli gehört, eine mit Gianguia Haselnuss und eine, die ist noch nicht im Verkauf, ist noch ein bisschen keim, gibt sie aber bald einmal die Rubin mit Beere. Ich möchte euch nicht mehr verraten. Und dann werden die Füllungsstängel von Hand geschnitten und mit Kuvertüre beträufelt. Das sind jetzt Zwetschgenstängel. Da kommt Vanille-Kuvertüre drüber. Alles muss stimmen. Das Tempo hat man müssen erpröbeln. Man ist momentan bei Stufe 35 von 60. Es gibt noch Luft nach oben, meint der Seniorchef, der hinten Verzierungen drauf macht. Aber eben, da müssen dann die emsigen Hände beim Nachfüllen und hinten mit dem Verzieren auch nachkommen. 2000 Stück in der Stunde werden so produziert. 200 Schachteln. Das kann man nicht länger als 1 bis 2 Stunden im Stück machen. Und dann ab in die Verpackung. Es gibt 10 Schachteln mit je einer Sorte drin und auch gemischte Schachteln. Und dort sieht man die Sorte Rubin. Die können Sie ja schon vom Markt. Ein spezieller Geschmack mit Beere. Mehr möchte ich jetzt im Moment noch nicht verraten. So, und jetzt fertig mit den Zwetschgenstängeln. Jetzt wird die Kuvertüre gewechselt. Auch das muss gekonnt sein. Die Vanille-Kuvertüre kommt weg. Die Milchkuvertüre wird jetzt in die Maschine eingesetzt. Und dann geht es weiter mit der Gianguia Haselnussfüllung. Die Wittnauer Stängeli können extrem gut an. Jede Sorte hat ihren ganz speziellen Reiz. Die Meinungen sind euphorisch, ein Traumsix, sagen die meisten. Die einen schwören auf diese Sorte, die anderen auf die andere. Und Menge gibt es auch, die kaufen gerade alle drei. Ja, und die Schachteln sind dann schneller leer, als das man gerne hat. Es wäre zu hoffen, und das auch ein paar Meinungen, dass wir die Stängel bald einmal auch online im Shop bestellen können. Dann kommt die ganze Schweiz in Genuss von diesen Wittnauer Stängeln. Und sonst, das Rintal ist ja auch ein Reis wert und Wittnau sowieso.